Repariert? Ah. Ich weiß nicht. Kistenschlüssel. Nee, der Schlüssel ist jetzt weg. Müssen wir jetzt den Code irgendwie erst rausfinden? Hier ist nichts. Hier ist nichts, hier ist nichts. Nee, die Fackeln können wir nicht benutzen. Okay. Die Tür ist auch auf. Ja, gut und so, aber... du, Schwäche heilen bei ihr. Swimmingpool, ja. Also wir haben Teleporter aktiviert, der uns nicht teleportieren will. Wo war der Ausgang vom Swimmingpool? Ich gehe mal ganz kurz zurück zum Eingang der Burg, denn wir sind jetzt hier gerade nur in eine Richtung gegangen. Ich glaube, hier ist falsch, oder? Ne, hier ist richtig. Was, wir gucken uns in der restlichen Burg um und gucken, ob sich da jetzt irgendwas getan hat. Nebenbei räumen wir noch ein bisschen auf, damit wir vielleicht irgendwann mal hier drin schlafen können. Da, Hexer, weg. Weg. Nicht, dass unsere Helden noch Schlaf bräuchten oder so, aber... irgendwas verfolgt uns unterirdisch. Oder überirdisch. Oh, du siehst interessant aus. Oh, da unten ist ein Baum. Das ist nicht gut. Heißt, wir müssen nämlich da runter. Und gucken, was der Baum zu sagen hat. Weg mit dir, weg mit dir, weg mit dir. Du kurz heilen. Dann durchatmen. Und dann springen wir da runter, würde ich sagen. Wow, Feuerball, okay. Da ist eine Falle. Genau da. So, Baum. In den Baum ist eine Botschaft eingeritzt. Der erste ist der neunte des Ganzen plus... Das erste ist der neunte des Ganzen plus ein. Ich habe keinen Platz mehr auf meinem Zettel für das ganze Dumm. Der erste ist der neunte plus eins. Also wenn wir wüssten, was der neunte Buchstabe ist, zum Beispiel A, dann ist der erste B. Na, macht Sinn. Okay. Also das gesuchte Wort, es scheint wirklich ein Wort zu sein, zwangsweise wegen Alphabet und so. Das Wort hat neun Buchstaben. Xenofex, nein. Archibald? Warte mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Archibald hat 9 Buchstaben. Ich glaube, ich brauche diese doofen Bäume nicht mehr. Was zur Hölle ist das hier für eine Anlage? Das ist ein Partikelbeschleuniger. Eindeutig. Oh. Komm, 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 komm. Warum zaubert sie eigentlich keine Schrapnel mehr? Genau. Viel besser. So, weg, weg. Goldpanzer, unverzaubert. Ja, kein Platz, okay. So, und in diesem Ende der Partikelbeschleunigungskanone ist nichts. Gut. Also das Ding startet da, schießt hier durch, geht da durch, geht dann einmal ganz außen rum. Und hier ist sonst nichts. Außer noch ein längerer Gang, der in noch ein anderes Gebiet führt von dieser abgefahrenen Burg. So. Der zweite ist der nächste vom dritten.
Der zweite ist der nächste vom dritten. Oh, was hat mich nur geritten? Also der zweite ist der nächste vom dritten. Ich gucke gerade bei Archibald. Ich habe mir Archibald den Namen einmal aufgeschrieben. Und gucke, ob die Sachen jetzt so passen. Von 26 ist der dritte der erste. Was? Ich sollte nicht kreuz und quer auf meinem Zettel schreiben. Ich glaube, vom zweiten ist der dritte der erste. Oh Mann. Der erste ist der neunte plus eins. Geht auch nicht. Der erste wäre A bei Archibald. Und der neunte wäre D. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nee, es geht nicht. Außer er heißt Archibald. Ich glaube nicht, dass er Archibald heißt oder gerne so genannt wird. Also haben wir ein Problem. Oh. Was bist du? Du bist ein Knopf, den man nur einmal drücken kann. Das heißt, ich kann nichts falsch machen. Gut. Wir haben jetzt die Beschleunigerkanone, glaube ich, scharf gemacht. Oh, hallo. Okay. Nope. Gott. Geh weg, du. Genau. Man merkt, dass wir keine Eile mehr haben, ne? Jo. Nicht gut. Komm. Geru. Töten. Gib ihm. Na also. Die ist nichts. Außer ein Guckloch, um die halbnackten Frauen zu bespannern. Aber das ist der Raum, den wir von der Schatzkammer aus sehen konnten. Aber die Durchblick hatte ich ja gar nicht gesehen. Na gut, schlafen? Du regenerierst keine Zauberpunkte, das ist nicht gut. Wie viele Minus bist du denn? 2. Schluck. Springen wir gleich wieder raus. Aber dieses Mal haben wir wesentlich mehr geschafft als die letzten Sprünge. Mag aber auch daran liegen, dass wir nicht Räume hatten, die dermaßen vollgestopft waren mit Zeug, dass es echt nicht mehr feierlich war. So. Also, alle heilen, alle einmal richtig schlafen lassen, glaube ich. Es wird auch langsam Zeit. So. Oh, einmal richtig schlafen. Dann wieder zurücksprungen und das Rätsel lösen. Zimmer für ein Gold, das war noch Zeiten. Hufeisen? Nein. Du Leuchtfeuer, Burg Alamos zurückspringen. Du reparier dein Zeug. Du Fackellicht. Du Schatzschutzes. Oh, das war gerade der Schatten. Du solltest den sprechen. Na gut, jetzt ist Lay eine ganze Weile beschäftigt. Also, haben wir Zeit zu gucken. Hier drin war nichts. Dahinter war die Schatzkammer. Das Gebiet haben wir soweit abgeschlossen. Wir müssen jetzt hier hoch. Sprung. Um bei dem Partikelbeschleuniger weiterzumachen. Du. Tja. Wobei ich ja eigentlich ganz gerne ganz zum Anfang gehen wollen würde. Da waren nämlich auch noch 2 Türen. So, also hier fliegt das ganze Zeug wild hin und her. Genau da. Hier ging das dann runter. Ja, du, den Spruch. Hier wieder so ein doofer Baum. Hier links waren die ganz vielen Twister. Und da kommen die ersten Gegner wieder. Gut. Kaputt. Das sah gerade aus wie ein Alien-Ei. Ich dachte schon, in welchem Bild bin ich jetzt gelandet?
Ach so, hier sind wir wieder. Okay. Zwei Nahrung. Sehr schräger Gang nach oben. Oh. Oh, ne. Das war nicht geplant. Okay. In das tiefe Loch. Nicht springen, Gerugon. Ach, hier waren wir auch schon drin. Das war der Spannerraum. Also nicht wirklich, aber das war halt der Raum, den wir vorher nicht sehen konnten. Ne? Genau, hier den komischen Weg hoch. Nicht in das große Loch springen. Genau, hier ist das große Loch. Ist um das große Loch herum irgendwas? Das war's ja. Hüpfen mal ganz kurz. Da hoch. Wow. Ist hier was? Noch ein Swimmingpool. Ja, hier ist ernsthaft noch ein Swimmingpool. Oh, warte mal. Oh, was? Das war eine von den komischen Sackgassen. Oh. Aber ja, das Gebiet, wo wir jetzt eben gerade waren, wo... Was zur Hölle? Ich finde jetzt gerade Teleporter zu allen Sackgassen, die ich bisher gesehen habe. Nee, hier ist falsch. Wir sollten gleich mal einen Wegpunkt setzen. Weil langsam ist der Weg von unseren Sprungpunkten zu weit. Hier ist überall neues Zeug. Oh, das sieht wichtig aus. Weg, weg, weg. So, sieht aus wie ein Thronsaal. Oder eine Ahnengalerie. Oder ein Labyrinth. Noch eine Sackgasse. Hier führt bestimmt auch ein Teleporter wieder hin. Nicht auf wackelnde Wände drücken. Weg, weg. Sehr gut. Du heil uns bitte. Noch ein Swimmingpool. Wir sind jetzt bei 3. Wow. Oh, Blitzding. Weg. Wow, haben mehr davon. Weg, 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 weg. Ja. Also Pool. Wirst du wohl mal. Geh. Weg. Pool Nummer 3. Aber hier waren wir schon mal. Nee, 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 hier auch noch nicht. Das sieht wichtig aus. Da ist die Wackeltür. Du. Sprungpunkt nahe der Wackeltür. Setzen hierher. Warten. Weiter warten. Immer noch warten und jetzt raus. Genau. Heilen, spenden, zurückspringen und... Ups, ich wollte nicht schießen. Heilen, mehr spenden, weil wir fast einen Stadtbewohner erschossen hätten. Dann zurückspringen. Und dann habe ich das Gefühl, dass wir langsam uns auch dem Ende von dem Dungeon nähern. Weil er war schon wieder ein Baum und so eine weiße Teleporterfläche in der Mitte. Zurückspringen dahin. Töten. Weg, weg, weg. Ja, ich höre was, ich höre was, ich höre was, ich höre was, ich höre was. Wir müssen bestimmt vorher das Rätsel lösen mit dem Namen. Weg.
So, den Baum kriege ich erst an, wenn die Jungs hier tot sind. Weg, 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 weg. Da wird geschossen.